Einen wunderschönen guten Nachmittag dieses Mal. Da es ja gestern so wunderbar funktioniert hat, live zu gehen,
habe ich gedacht, ich verschiebe das einfach mal auf den Samstag und gönnen wir uns mal zusammen eine gemütliche Runde, wo das Wetter ja auch so wunderschön ist momentan. Es gleitet ja einförmig dazu ein, einfach zu Hause zu sitzen, auf dem Bildschirm zu gucken und darüber zu verzweifeln, dass man keine Respektpunkte kriegt. Ganz großes Kino. Ja, wie geht's euch? Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Und einen guten Start ins Wochenende. Ganz wichtig natürlich. Oh, ich sollte auch. Sehe ich gerade. Schon wieder vergessen, das Licht anzumachen. Ah, das brauche ich, muss ich auch auf. So. Besser. Gut, Profil laden. Ah, gucken wir mal. Ich hatte noch, ein Cup, den ich das letzte Mal nicht geschafft hatte. Ich muss mal schauen, welcher das war. Ich meine, das war der letzte aus dem ersten Cup, meine ich. Oder habe ich den noch geschafft? Weiß tatsächlich gerade nicht mehr, muss ich gestehen. Warte, schauen. Crew treffen, Nemesis. Okay, ja, ich habe es quasi fast geschafft. Ich weiß, beim zweiten war ein Dragrennen dabei, da kriege ich die Punkte sowieso nicht wirklich. Das heißt, wir gucken jetzt einfach mal hier. Ja. Machen wir es hier. Da müsste ich, je nachdem, was es für Strecken sind, kann ich eventuell beim ersten Rennen auch noch auf die 3000 kommen. Falls es da kein Dragrennen gibt. Das ist ja immer so das Problem. Und ich habe mal ein bisschen nachgelesen, man kann anscheinend bei Dragrennen 50 Punkte farmen. Und ich sollte den Timer starten. 50 Punkte farmen, wenn man keine Automatikschaltung hat, sondern manuell. Und das dann irgendwie auf Betonung irgendwie ausnutzt. Bin mir nicht ganz sicher, wie. Aber ich befürchte, und ich hoffe nicht, dass es so weit kommt. Ich befürchte, wenn alle Stricke reißen, müssen wir das eventuell tatsächlich mal irgendwie versuchen. Und ich freue mich nur bedingt darauf, muss ich gestehen. Sehr bedingt. Naja, schauen wir mal. Was denn das erste Rennen? Das erste Rennen ist ein... Okay, das Rundkurs ist gut. Drei Runden, ja. Das war ja wohl meiner Meinung nach schon ein Drift, aber okay. Okay, immerhin ein Kombo. 3 minus 20 ist natürlich äußerst schlecht. Warum sind das keine Drifts? Aber das ist... Nee, das waren... Starte Drift, okay. Ich verstehe halt nicht, ich drifte ja in die Kurve, aber ich meine, es ist ein kurzer Drift, aber warum erkennt dieses Spiel das einfach nicht als Drift an? Ja, also die Runde ist... Nein, ich fahre die noch zu Ende. Die Runde wird definitiv auch schwierig sein, da auf die perfekte Punktzahl zu kommen. Und moin Felix, einen schönen guten Nachmittag. Ja, ich habe ja gestern erfolgreich geschafft, nicht zu streamen, weil ich halt einfach mir gedacht habe, so gegen... Ja, es ist, ich habe das gemacht, es ist irgendwie 5 Uhr, ich leg mich mal kurz hin und dann gegen 22 Uhr wieder aufgewacht. Habe ich mir dann auch gedacht, so, ja, komm, lass stecken. Das ist jetzt auch egal. Und deswegen habe ich gesagt, so Kompensation kann ich das ja auch am Samstag machen, habe gefragt, wann. Einer hat gesagt, Mittag. Okay, am Ende haben zwei gesagt, Mittag und einer von zwei ist jetzt gar nicht da. Macht es mir nicht bemerkbar. Ah ja, dann habe ich zumindest meine Quota für die Woche erreicht.
Wecker, mein Freund, Wecker. Ich wollte ja nicht mal schlafen, ich wollte mich ja nur kurz hinlegen, aber ja, Wecker. Wäre wahrscheinlich wirklich nicht schlecht. Werde ich eventuell das nächste Mal versuchen. Maybe. Und ich auch, wenn ich noch zu wenig schlafe. Und ich meine nicht mal, dass ich zu wenig geschlafen hätte. Das ist ja das Nervige an der Sache. Ich habe halt einfach hingelegt, war halt irgendwie so ein bisschen müde. Aber dann bin ich halt auch nicht mehr wirklich aufgewacht. Also war ich anscheinend doch irgendwie ja, sleep deprived. Was heißt das jetzt in Deutsch? Ich habe gerade keine Ahnung. Hab zu wenig geschlafen, einfach. Na, Amalia, einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, du hattest einen sehr guten Tag und genießt deinen wohlverdienten und ruhigen Abend. Fühlt sich zumindest für mich so an wie ein Freitagabend. Letzten Endes fühle ich mich ja eigentlich auch nur dreimal die Woche und auch nur abends. Und wenn ich so rausgucke, es ist halt so ein schlechtes Wetter, da kann man auch denken, dass es Abend ist. Furchtbar. Wo du gerade da bist, hast du eigentlich Probleme gehabt, als du auf Spotify Player One hören wolltest? Bei mir spielt er nämlich die dritte und vierte Folge nicht ab, was ziemlich nervig ist. Das hat so keinen Sinn. Das hat so keinen Sinn. Sag mal so, die richtige Tageszeiten, dann kann jeder. Sagen kann jeder. Manche ja, manche nicht. Keine Probleme. Echt? Okay. Sehr strange. Bin ich jetzt gerade mit Harry Potter durch, hab gedacht, ich guck mir das nochmal an. Oder hören wir das nochmal an. Die erste beiden Folgen ging ohne Probleme und die dritte, da spielt er einfach 11 Sekunden und bricht dann ab. Und ich kann dann auch die Folge nicht mehr starten. Auch nicht mehr von vorne. Die vierte genauso wenig. Fünfte geht wieder ohne Probleme. Ich kann ihn noch nicht mal runterladen. Also ich habe das Ganze in der Playlist gespeichert bei mir. Und die kannst du ja quasi runterladen, damit du offline hören kannst. Der legt die nicht mal runter. Keine Ahnung, was da los ist. Aber immerhin weiß ich, dass der Erfinder von, ach Gott, Oasis hieß das Ding, eine Hornbrille hat und sehr seltsam tanzt. So viel habe ich inzwischen durch das Hörbuch erfahren. Nervig. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Ich denke einfach mal, dass es irgendwie ein Problem war mit Spotify. Ich habe tatsächlich noch nicht versucht, die App einfach mal zu beenden. Und neu zu starten. Also komplett zu beenden in den Optionen, weil die ja normalerweise im Hintergrund immer weiterlaufen. Und dann einfach nochmal zu starten. Ich glaube, das werde ich dann heute mal gucken. Ich wollte heute sowieso noch irgendwie eine Runde spazieren gehen und einkaufen. Dann kann ich das ja direkt verbinden. Ah, ist das eine Dreckstecke. Wenn man so habe ich verschlungen wie Tafel Schokolade. Ja, ich werde mir das einfach einverleiben, wenn ich spazieren gehe. Nächstes Mal oder einkaufen oder vielleicht draußen so ein bisschen mit dem Rad fahre, wenn das Wetter einigermaßen mitspielt. Okay, ich war die Runde noch zu Ende. Ich glaube, dann kriege ich wenigstens die Wette, die ich. Ja. Die ich eingegangen bin. Hörbuch finde ich jedenfalls einfach geil. Also, ist es ja tatsächlich meistens so, sei es jetzt Buch oder Hörbuch, das sind ja in der Regel
mehr oder weniger dieselben, würde ich vermuten. Dass die einfach mehr Backstory haben als einfach nur Filme von irgendwas, auch wenn Filme natürlich einfacher sind. Meinst du, du kannst dich einfach in deinem Rausch irgendwo hinsetzen, Filme machen, die so berieseln lassen? Bei Buch und Hörbuch musst du natürlich so ein bisschen Aufmerksamkeit mitbringen und deine Fantasie anstrengen. Aber die haben halt tatsächlich auch häufig einfach mehr Hintergrund, mehr Umfang. Was sie durchaus besser macht. Ich habe jetzt auch, als ich die letzten beiden Teile von Harry Potter nochmal gehört habe, Dinge gehört, die ich seit Ewigkeiten nicht mehr wusste. Ich meine, ich habe die, früher als sie rauskamen, habe ich die Bücher gelesen, aber tatsächlich dann auch gar nicht mehr. Die Filme habe ich dann natürlich auch gesehen. Ich glaube sogar auch nur einmal. Aber das ist jetzt halt auch schon wieder 10 Jahre her oder so ungefähr. Ich weiß jetzt nicht genau. Aber seit die halt rauskamen auch nicht mehr. Und wie viele Dinge man dann einfach nochmal neu entdeckt, ist halt schon krass. Das ist quasi so, als würde man die einfach nochmal neu hören. Weil man kennt zwar noch so ein, zwei Dinge eventuell, an die man sich grob erinnern kann, aber so komplett zusammenhangslos. Und wenn man sie dann hört, dann denkt man sich so, ah ja, das war ja so, boah, ist das geil. Magical Fails, einen wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Nachmittag. Hi. Ich hoffe, es geht dir gut. Hattest eine schöne Woche. Ja, das macht der Gewohnheit. Wenn ich Leute in der Regel am Stream begrüße, dann ist es halt Abend. Das war einfach. Da ist jemand, ja, ist natürlich Abend. Also schönen guten Abend. Das ist ein Reflex. Ich kann nichts dagegen tun. Scheiße, Alter. Das ist doch alles zum Kotzen. Ich bin echt gespannt, wie ich die Strecke vernünftig hinkriege. Hier so einigermaßen, aber das geht auf jeden Fall auch noch besser. Die Frage, belasse ich es erstmal dabei? Oder versuche ich es direkt nochmal von vorne? Ich glaube, ich gucke mal, ob ich jetzt bei der zweiten Strecke was auf die Reihe kriegen kann. Oder ob ich da vernünftig 50 punkten kann. Das heißt jetzt gerade eben auch nicht, ja, nur so semi-gut funktioniert leider. Was macht ihr denn alles Gutes dieses Wochenende? Habt ihr wunderschöne Pläne? Wollt ihr irgendwas zocken? Geht ihr Freunde besuchen? Oder ist es mehr so ein, ah, ich bleibe einfach möglichst lange im Bett liegen, Wochenende. Shit. Also mit Ausnahme davon, dass ich heute offensichtlich streame, habe ich persönlich tatsächlich nichts geplant. Und werde das Wochenende einfach jetzt erstmal streamen und dann nachher mal gucken. Bisschen spielen, wie gesagt, einkaufen wollte ich noch. Ich kann mein Rad, wobei ich muss gucken, ob die noch offen haben. Ich muss mein Rad in die Werkstatt geben. Danke, Björn, du auch. Muss mir ein Rad in die Werkstatt geben, da mein Hinterrad richtig hart geeiert hat. Das war richtig unangenehm. Du konntest mit dem Rad einfach gerade fahren, da hast es sich angefühlt, ob du mit deinem Arsch twerken würdest. Aber war richtig scheiße. Und das, ich habe eben die Nachricht bekommen, dass es wohl fertig ist. Das heißt, ich muss mal gucken, ob die nach dem Stream noch aufhaben, dann kann ich das abholen gehen. Ja, dann ursprünglich gesagt, die werden erst Montag fertig, von daher ist das natürlich gutes Zeug. Was passiert? Keine Ahnung, das ist einfach mit der Zeit so gekommen. Ich bin halt ganz normal gefahren und dann habe ich am Anfang gedacht, okay, das fühlt sich irgendwie seltsam an. Keine Ahnung warum.
Aber es war so ein bisschen, du hast gemerkt, dass dein Lenker so ein bisschen gezittert hat. Da hab mir erstmal nichts weiter gemacht, so, okay, wird schon wieder vorbeigehen. Vielleicht ist das Rad auch kalt. Wir haben ja schließlich Winter. aber dann wurde es halt, dann wurde es halt einfach immer schlimmer. Und dann habe ich gesagt, okay, das kann eigentlich so nicht gehen. Ich kann mit dem Ding nicht mehr vernünftig fahren. Und es ist viel anstrengender, die Pedale zu treten als vorher. Und dann habe ich gesagt, okay, ich fahre mal beim Fahrradhändler vorbei. Der ist zum Glück direkt bei mir gegenüber. Und fragte mal, hier, kannst du mal gucken, irgendwie ist mein Rad komisch. Der Hinterrad eiert, schau mal, was los ist. Und er meinte dann, okay, guck dich das kurz an. Und anscheinend waren meine Speichen lose. Ich wusste nicht mal, dass sowas möglich ist. Also man konnte richtig, die Speichen sind normalerweise relativ fest und meine haben einfach rumgewabbelt wie sonst was. Ich wusste nicht mal, dass Speichen wabbeln können. Da haben sich bei mir ganz neue Welten aufgetan. Und ja, das scheint jetzt wohl gebugfixt zu haben. Okay, also es läuft schon mal richtig scheiße. Ich habe 2 Tage Pause gemacht, ich kann nicht mehr Auto fahren. Weil eigentlich einmal Man, aber das Spiel bricht mich zu sehr gerade, hab ein bisschen 26 Softlock am Ende. Oh nein, ernsthaft? Oh, RIP Mario. Musst du denn irgendwie jetzt von vorne anfangen oder konntest du wenigstens zwischendurch speichern? Weil das ist ja bei Gameboy-Spielen nicht so normal, dass man zwischenspeichern kann. Passwort, ja, okay, immerhin. Gott sei Dank. Aber Softlocks sind natürlich schon sehr bitter. Ich bin mega froh, dass ich bis jetzt noch... Hatte ich schon mal einen? Ich weiß gar nicht. Ich meine, es hatte sich irgendein Spiel aufgehangen. War das nicht bei Animal Crossing? Ah. Danke, Amalia. Was ist das? Ach, du meinst Ready Player One. Ah, okay. Wahrscheinlich, ne? Ja gut, dann werde ich mir das mal gönnen. Vielen Dank für den Link. Ich würde jetzt zu gerne wissen, bei welchem der Kurven ich den Drift das letzte Mal gemacht habe. Die erste Runde mit nur 8 Punkten ist halt schon mehr als schlecht. Felgen gemessen, okay, das ist mal 3, das ist auch gut. Okay. So geht's natürlich auch. Bin jetzt nicht ganz sicher, wie ich das geschafft habe, auf einmal diese ganzen Punkte zu kriegen, aber nehme ich so erstmal hin. Nein. Muss ich natürlich beim nächsten Rennen nicht komplett scheiße fahren, das wäre natürlich geil. Aber einfach mal komplett. Ah, nice. Was wurde für die Probleme gemacht? Ich hatte es mir damals als MP3 für Fahrten mit dem Firmenwagen besorgt. Wahrscheinlich keine schlechte Idee, ja. Ja, ich guck mal. Ich probiere das nochmal mit Spotify, ob das funktioniert. Ansonsten gönne ich mir einfach mal deine Dateien. Dankeschön. Sehr liebensgewürzig, wie ein guter Freund sagen würde. Rennen Nummer Uno haben wir. Dann gucken wir doch nochmal. Wupp, 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 wupp. Sprungdrift, oh, übersteuerter Drift, okay, langer Drift, oh, okay. Das gibt Points. Points galore. Das war kein Drift, das ist schade. Da wurde auch nicht als Drift gezählt, schade. Felgen.
Frag mich, was sie mit zwei Felgen meint. Drei Runden auch. Eine Runde übersteuerter Drift. Doppelkombo. Verdammt. Okay, zweite Runde, 150 Punkte. Das ist erstmal nicht schlecht. Das war, glaube ich, auch gut. Weil es war auch nur zwei, ne? Oh, ne, drei. Das ist okay. Gut, gut, gut. Ja. Es läuft. Ah, und da war ich wieder zu schnell. Egal, eine Runde habe ich noch. 50. Brauche nur noch 41 Punkte. Das sollte ich hinkriegen. Kombo 12, 7, 14, 3 sogar. Bei Felgen, führende Runde. Ja, okay. Maximale Punktzahl habe ich. Jetzt nur noch ohne Kladderadatsch ins Ziel und dann habe ich wieder 200 Punkte plus. Und den muss ich jetzt nicht zwingend driften, da kann ich auch vorsichtig durch. Rutschen. Mariachi, ai. Okay. Ja, lese ich sofort Magical, was du da geschrieben hast. Ich will nur gerade sicher ins Ziel kommen. Nice. Okay, soweit so gut. Ich habe vor ein paar Tagen Euro-Replays über Spotify gemacht mit den Toren. Oh. Also, ja, wird natürlich schon eher passen. Ich habe jetzt natürlich im Hintergrund meine Standard-Playlist laufen. Wäre natürlich an sich eigentlich auch eine Idee, dass man sich für verschiedene Situationen verschiedene Playlists zusammenstellt. Aber uff, Aufwand. Mit der Idee habe ich tatsächlich selber schon gespielt. Ich würde es sogar fast am liebsten irgendwie mit YouTube machen, weil man da einfach teilweise mehr Auswahl hat. Allerdings kenne ich spontan keinen Player, vernünftigen Player oder keine vernünftige Möglichkeit, wie ich das, was in YouTube abgespielt wird, irgendwie im Stream anzeigen zu lassen. Aber eine Idee wäre es natürlich. Mein wäre natürlich nice, wenn du durch die Gegend fährst und dann automatisch im Hintergrund so ein Déjà-vu hast, was sich abspielt. Wäre natürlich schon nice. Okay, das war nicht das, was ich machen wollte, aber nehme ich hin. Oh Gott. Das ist dieselbe Strecke, die ich gerade gefahren bin, oder? Das war anscheinend kein Drift, okay. Ich hasse dich, Spiel, so sehr. Ich hasse dich so sehr, Spiel. Moin Dämon, schönen guten Abend und danke für den Lurk.
Ach, verdammt, es ist Mittag. Guten Abend, Mittag. Mann! Guten Mittag, Dämon. Ah! Herrgott. Leck mich doch am Arsch, ey. Geht alles vor die Hunde gerade. Das ist das Problem, wenn man gleichzeitig spielt und versucht, sich einigermaßen auf das zu konzentrieren, was man sagt. Es geht alles in die Hose. Es geht komplett in die Hose. Irgendwo du. Ja, allerdings. Ich kotz die Wand an. Dieses Rennen ist gerade so dermaßen frustrierend. Ich kann nirgends vernünftig driften. Warum nimmt der nichts als Drift? Warum ist das Spiel so ein Sohn einer Person, die sich gerne für Geld beglücken lässt? Mann. Ah. Er macht halt einfach, es funktioniert einfach gar nichts mehr. Wo steckt Nanaki? Offensichtlich nicht hier. Ich habe keine Ahnung, was er gerade tut, muss ich gestehen. Alter! Was ist nicht los? Furchtbar. Lässt die Person für Geld beglücken, dann blickt sie andere für. Okay, fairer Punkt. Wahrscheinlich andersrum. Und dann sagt, guten Abend, Mittag. Dankeschön. War natürlich ein wunderbares Beispiel, wie Menschen, die bestimmte Dinge gewohnt sind. Und wenn dann alles, wenn dann auf einmal irgendwas anders ist, dann kommen die geistig die damit einfach nicht mehr klar. Guten Abend, Mittag. Ja, das habe ich gerade eben gesagt, als der Mann reinkam und ich ihn begrüßen wollte. Hat nur so semi-gut funktioniert. Ich habe nämlich zuerst gesagt, guten Abend, Dämon, dann ist mir aufgefallen, ach ja, ist ja gar nicht Abend, das Problem hatten wir ja gerade schon mal. Und dann wollte ich ihn mit Mittag begrüßen und habe halt gesagt, guten Abend, Mittag, Dämon. Na, das ist mir, okay, alles klar, du bist einfach dumm. Hast du gehört, musst den Clip sehen. Ja, ist ja jetzt im Clip, im Discord. Da findest du ihn auf. Ich hoffe mal, Mario hat auch noch meine Realisation im Nachhinein mitgeklippt. Bitte! Deed.
Kannst du mir X nice? Yo. Eines der besten Castlevania. Gut, was war das denn? Ach ja. Und nochmal von vorn. Ich will zurück. Bitte? Danke. Ah, Mann. Thank you.
Okay. So. Was? Warum sie hätten in der letzten Runde nicht mit was? Oh. Rex Game. Gibt's doch nicht. Ja, aber dann zählt die erstplatzierte plus perfekte Runde noch mit an. Naja. Nein, es steht noch nicht fest. Die nächsten Spiele werden alle zufällig gewählt. Ich hatte allerdings auch eine kleine Änderung mit reingebracht, die tatsächlich noch niemand gesehen hat, außer mir und Feldcode. Denn der Feldcode hat mir geholfen, das Ganze zu erstellen. Ich habe das früher so gemacht, dass ich im Stream einfach die aktuelle Liste der noch nicht beendeten Spiele zeige und dann die Menge der Spiele in so einen Zufallszahlengenerator eingebe und mir dann eine Zahl ausspucken lasse. Und die Zahl, die ausgespuckt wurde, wird dann als nächstes gespielt. Das Grundprinzip davon ist noch dasselbe, aber die Ausführung ist etwas anders. Und falls wir dann mal hier irgendwann durchkommen sollten, werdet ihr auch sehen, was ich und Feldcode uns da zusammengebastelt haben. Persönlich finde ich die Idee ganz lustig und das kann man sicherlich noch ausschmücken. Und die Grundidee ist schon mal da, aber letzten Endes bin ich mit dem, was wir da haben, schon recht zufrieden. Dann ist es halt kein Drift. Oh, ich hasse dieses Spiel. Ich hasse es so sehr. Mach eine Google für die Games. Habe ich. Ausrufezeichen Challenge. Da wirst du meinen Google Doc tatsächlich sehen. Kannst sehen, welche ich schon gespielt habe, ein paar Bestenlisten und so weiter. Aber das habe ich schon seit Anfang an. Und auch eine kleine Prozentanzeige, die sagt, dass wir ab. Scheiße. So und so viel Prozent. Da wenn wir die. Ach, Alter. Wenn wir eine bestimmte Menge an Spielen durchhaben, verlose ich immer ein paar Kleinigkeiten. So, meine Güte. Oh, scheiß Spiel. Warte mal. So. Ah, und, ey, oh, Dämon, danke für die 100 Bits. Sehr liebensgewürzig von dir. Genau, das Google Docs ist halt mein Google Docs Dokument für die Spiele, die ich habe. Ja, und wieder von vorn. Es wäre so viel schöner, wenn man die Rennen einfach einzeln machen könnte. Ich will doch nur dreimal drei perfekte Rennen haben. Hm.
Ja, okay, lassen wir es mal. Waren ja auch nur 10 Punkte. Also wie ich die Kurve 50 driften soll, ist mir auch ein absolutes Rätsel. Muss jetzt noch 60 Punkte machen. Komm schon, ernsthaft? Belassen wir es erstmal dabei. Auch wenn mich die 4 Punkte jetzt tatsächlich ziemlich aufregen. Okay. Ein Drift. Gut. Anscheinend war das auch kein Drift. Okay, oh, klar. Wie viel denn Lurk für Griffisch noch? Jo, dann danke für deine 100 Bits nochmal, Dämon. Und viel Spaß im Lurk. Nice. Danke für den 69 Bits, Amalia. Ein Mensch von Kultur, wie ich sehe. Nein, 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 nein. Beste Kultur. Auch vor allen Dingen befriedigendste Kultur. Ja, Deutsch ist schwierig. Nein! Ficken! Okay, 2 Kurven habe ich noch. Wollte ich kriegen. Ja, okay. Boah, Mann, ey. Kleinsten Kackfeder sind einfach nur frustrierend. Mann, 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 Mann.
Stressig. Ich mag deine Kurven. Hallo, Wachs, mein Lieber. Einen schönen guten Nachmittag. Also, wie du die nimmst mit deiner Karre. Ach so, ja. Ja, natürlich. Also, manche Kurven mag ich auch. Und bei manchen knallt es dann doch gewaltig. Und es sind leider nicht dieselben. Schönes Thema. Wie geht's dir, mein Guter? Hast du eine schöne Woche? Ich hab gesehen, dass du nachher... Also ich muss jetzt noch mindestens 2 Stunden aushalten. Ich weiß, dass du gegen 3 Uhr auch anfangen möchtest. Und dann werde ich natürlich meine ganzen liebevollen Voyeure bei dir abliefern. Damit die auch bei dir was Schönes zu sehen haben. Da kommen die von... krassen Kurven zum... Ich versuche jetzt gerade irgendetwas Erotisches mit W zu finden und dann Wechseln dran zu hängen. Mir fällt gerade tatsächlich nur ein Wort mit W ein und das will ich jetzt hier nicht sagen. Will das doch nicht an. Meinen Sie, haben nicht wirklich die Wahl? Es ist ja nicht so, dass Sie einfach abschalten können. Nein, 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 nein. Das geht gar nicht. Die kriegen eine gute Unterhaltung, ob sie wollen oder nicht. Was? Kein Drift? Was? 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 Warum? Nicht gut. Wir sind 50. Also ist gut. Wah! Okay. Nein! So eine Scheiße! Mann, das ist so immens frustrierend. Zwei Felgen und es war natürlich kein Drift, weil das Spiel ein blödes Stück Exkrement ist. Oh. Ja, es ist okay, jetzt sowieso alles scheiße. Ah, leck mich doch. Das ist eine Scheiße. Nein, nicht schon wieder. Mein Björn ist jetzt zwar nicht da, aber hey, Mega Man. Okay. Kommen wir mal 2, naja, okay. So eine Scheiße.
Ah. Und heute kann ja keiner mehr so richtig offline gehen. So, komm, nach dir auch noch irgendwie jemand, wenn du dir jetzt irgendwie dran lässt? Ran lässt? Oder mit dem Rain möchtest du dich auf jeden Fall. Mag ich das Spiel irgendwie. Please no ban. Meine, sagen wir nicht irgendwie mit Rampage oder mit Raft oder so anfängst, wobei Raft, ich glaube, da kennst du den Inside-Joke gar nicht, was auch besser ist. Du lass uns mal. Das ist nicht gut gerade. Lecken jetzt hier? Nee. Stell ich mir auch etwas schwierig vor. Also ich meine. ja, ich könnte jetzt mit ASMR hier anfangen und anfangen, mein Mikrofon abzuschlammern, weil ich glaube, dafür habe ich noch zu viel Selbstwertgefühl. Bäh. Eher nicht so. Kenn nur den Controller-Wurf bei Rampage. Okay, das reicht. Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber sowas Ähnliches kam bei Rev, glaube ich, auch. Ich bin da auf jeden Fall am Ende auch nicht sehr zufrieden mit, muss ich gestehen. Ist mir ein wenig gegen den Strich gegangen. Aber nur ein Heuchlein. Next. Okay. Ein Kampf haben wir jetzt mehr oder weniger durch. Ich glaube, da fehlen mir jetzt auch nur noch irgendwie 70 Punkte oder so bis zur Maximalpunktzahl. Das muss für den Anfang erstmal reichen. Gucken wir mal, was wir hier haben. Ich hoffe, kein Drag-Rennen. Es ist ein Drag-Rennen. Aber wenigstens gibt es ein paar Kurven. Das ist schon so gesehen erstmal gut. Auto. Ohoi. War das gerade knapp vorbei? Ernsthaft? Versuchen wir das auch mal. Es gibt bei den Drag-Rennen einige Kurven, die man rein theoretisch mitnehmen kann. Es ist echt ein Problem, dass ich so mega unzuverlässig driften kann. Ich habe einfach kein Gefühl dafür. Gar nicht. Sollte man eigentlich so meinen, dass man nach 16 Stunden irgendwie ein Gefühl für ein Spiel entwickelt hat, aber . Okay. Bombo mal 2 ist okay. Also, ich bin jetzt einfach nur in der Kurve gefahren, das Spiel so, ja, ist übersteuert, er trifft. Was? Hui! Wäre schön, wenn es einen höheren Multiplikator geben würde als mal 3, weil dann hätte ich jetzt einen. Okay, maximale Punktzahl, das ist gut.
Sehr, sehr gut. Muss ich auch nicht mehr driften. Ich muss nur gucken, dass ich nirgends reinfahre. Wie zum Beispiel in ein Auto, das hinter Kurven kommt. Wie das zum Beispiel. Okay. Soweit, so gut. Okay, erste perfekte Score. Soweit, so gut. Das im Drag-Rennen. Das ist sehr gut. Ich frage, was kommt als nächstes? Ja. Chrono-Trigger. Wenn man noch immer dieses Spiel zu sehen ist, ich freue mich schon drauf, wenn es mal was anderes gibt und damit ein Hallo. Auch dir einen schönen guten Nachmittag, Niki. Und glaub mir, du bist nicht die Einzige, die dich auf ein neues Spiel freut. Das dürften wahrscheinlich so gefühlt alle sein. Es zieht sich halt einfach so unglaublich lange hin. Noch ein Dragon. Oh Gott, Dragon bei dieser Strecke. Why? Ich hoffe, ich habe vorne irgendwo eine Möglichkeit, gut zu driften. Oder ist das wirklich jetzt einfach nur bis zum Ende fahren? Weil das wäre halt schon sehr traurig. Oh Gott, ja. Okay, das ist richtig schlecht. Das war natürlich auch kein Drift. Warum? Dämliches Drecksgame. Na toll. Super. Oh. Da muss ich wirklich ganz am Anfang in diesen dämlichen Kurven irgendwie meine Driftpunkte kriegen. Ansonsten kann ich das knicken. Ja, das ist wenigstens eine Runde. Und kein Drag-Rennen. Geil. Drei Runden, okay. Leck mich am Arsch.
Okay. Gut. Gut, 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 gut. Bam, 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 bam. Bam. Nein, nein, nein! Autschi. Du bist ein sehr, sehr geiler Typ. Bin mir jetzt sicher, dass du Wax meintest und nicht mich. Aber da bin ich voll auf deiner Seite. Drecksautos. Nein! Okay, ich glaube, das hat nicht mehr gezählt. Oh. Naja. Das sind zwei Drag-Strecken. Das ist natürlich da relativ schwierig, auf die Punkte zu kommen. Wie habe ich jetzt? 2,8, 2,6. Erst und letztes war perfekt, nur das Drag-Rennen in der Mitte ist halt ein bisschen schwierig. Ich lasse das erstmal so stehen. Das Drag-Rennen in der Mitte ist halt auch relativ schwierig, da an Punkte zu kommen. Es hat sehr viel gerade Strecke. Von daher war das war eigentlich so gesehen gar nicht so schlecht. Okay, das heißt, den Cup haken wir dann auch erstmal ab. Und gehen zum letzten. Hoffen mal, dass es da keine Drag-Strecken gibt. So, dann gucken wir mal. What do we have here? Es ist eine Dragstrecke. Dass jetzt schon wieder kein Drift war, weiß Gott und die Welt nicht.
Okay, ja, auch eine Dragstrecke. Dann kann ich bei dem Cup gefühlt wahrscheinlich auch nur geringfügig mehr machen. Oh, Leute. Das Gute an der, das einzige Gute an der Sache ist, dass die Dragstrecke direkt am Anfang ist. Das heißt, wenn die jetzt nichts Vernünftiges geworden ist, kann ich danach eigentlich einfach abbrechen und direkt nochmal versuchen. Also es gab ein paar Kurven, wo ich theoretisch was reißen könnte, wenn ich vernünftig fahren würde. Das heißt, ich versuche das einfach mal ein paar Mal. Mal gucken wir weiter. Ist eigentlich also perfekt haben. Ich will nicht alles auf perfekt haben, aber ich muss alles auf fast perfekt haben, um die letzten Cups freischalten zu können. Ich brauche jetzt für den nächsten Cup 71.000 Punkte. Und die habe ich fast. Also das kannst du unten in der Mitte sehen. Ich brauche nur noch knapp 300 Punkte. Und danach brauche ich für den letzten Cup 77.000. Und ich habe überall, wo man Respekt einfahren kann, schon fast perfekte Punktzahlen. Das heißt, ich muss die Rennen, die ich habe, noch besser fahren, um den letzten Cup freischalten zu können. Anders geht's nicht. Anders kommt's halt leider nicht an Respekt. Das ist das Problem an der Sache. Und das ist halt echt nervig. um es mal sehr, sehr freundlich auszudrücken. Und ich habe schon gesagt, also es gibt halt auch einige Rennen, wo man, wie jetzt Beispiel Drag-Rennen, wo man halt einfach echt keine 15 Punkte durch Drifts kriegen kann. Und meine Hauptpunkteinnahmen sind eigentlich Drifts. Das heißt, wenn wir gegen Ende dann irgendwie noch diese Drag-Rennen perfekt fahren müssen, um den letzten Cup freischalten zu können, dann werde ich da wahrscheinlich einfach sagen, ja, weißt du was, Leute? Eigentlich habe ich das Spiel schon dreimal durch. Nein! Ja, natürlich. Ich verstehe halt auch nicht. Okay, immerhin. Oh, okay, sogar mal 3, sehr gut. Immerhin. 2075. Boah, das, Alter, so. Und nochmal von vorn, weil es so lustig war. Nein, ich will dich verlassen, wollte ich. Bam, bam, ba, da, bam, ba, da. Ich sollte im ersten Rennen schon um die... Mal gerade überlegen. Ah, 900 Punkte sollte ich eigentlich mindestens da haben, denke ich mal. Also theoretisch 150 Punkte muss ich irgendwie schaffen einzusammeln. Und eigentlich ist es machbar. Ich darf halt... Ich muss die Drifts hinkriegen und darf nicht gegen andere Autos fahren. Aber das ist... Ich sag immer, alles leichter gesagt als getan. Viel leichter gesagt als getan. Du.
Okay, gut. Das war knapp. Wo kam auf einmal der Schwung her? Schon wieder nix. So, auf ein neues. Jawohl, Prost, Dämon. Beruhigungstrunk. H2OO. Das war keine 50 Punkte, aber okay. Oh boy, ja, bla 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 bla. Es war ein schlechtes Rennen, weiß ich auch. Danke, weiter.
Noch etwas mehr als eine Stunde, dann ist das Spiel das längste in der ganzen Challenge bis jetzt. Einfach nur, weil ich mich momentan weigere, das Spiel als beendet zu erklären. Weil es ja eigentlich noch nicht beendet ist. Ist auch nicht beendet, also halt dich ran, ja. Oh, Moment. Irgendwie hat das bei Dämon nicht ganz funktioniert. Ich mach mal weiter. Warum hat denn der Command nicht funktioniert? Das sollte eigentlich nicht sein. Was ist das noch? Ja. Keine Ahnung. Guter Anfang. Also besser die Musik. Donkey Kong hat halt einfach einen richtig niceen Soundtrack. Weil ich das Remix eben von Mario Sunshine auch nicht schlecht fand, muss ich gestehen. Also es war doch glaube ich Sunshine, wenn mich nicht alles täuscht. Uiuiui. Okay. Top. Drecksauto. Weil die Kurve halt auch echt bescheiden ist, was Driften angeht. Man fliegt gefühlt die ganze Zeit einfach durch die Gegend. Komm. Das war nicht knapp vorbei. Das war nicht knapp vorbei. Ist das euer Ernst? Ich hasse dich, Spiel. Will ich jetzt das Gerätspiel schon surfen? Moin, Link. Was spielst du denn momentan Gutes? Oh. Das klingt nicht so toll. Welches Harry Potter denn? Da gibt es ja mehrere. Spielst du das Quidditch-Spiel oder eins von den vier? Eins von den vier Hauptspielen. Ich bin gerade mal auch von einem Bisasam. Ach, hast du dir das kleine Klemmbaustein-Bisasam geholt, Niki? Stein der Weisen. Ich bin ja mal gespannt. Also Harry Potter an sich finde ich für mich gar nicht so schlecht, weil es mich einfach interessiert. Aber ich habe halt auch viel über Harry Potter Spiele gehört, dass sie jetzt nicht so dolle sein sollen. Bin mal gespannt. Bin eine andere Erklärung wie das den, bei den anderen. Die anderen waren besser. Die wissen einfach, dass du schon ein bisschen was gemacht hast und wollen jetzt eine Herausforderung geben. Deswegen machen die das etwas komplexer. Ganz einfach. Kannst du denn grob erklären, was anders ist als bei den anderen Spielen? Ach, ich fahre einfach zu Ende. Ich will den Gewinn nicht verlieren. Ah.
Das war natürlich auch nicht knapp vorbei. Mhm. Ach, wo ist mein Drift? Ich will über 900 Punkte kommen. Gott verdammt. Elfhard und der Stein der Weisen hätte ich gerne auf der PS1 damals gespielt. Die einzigen, ich habe tatsächlich auch ein paar Harry Potter Spiele gespielt, aber echt wenige. Eines, welches mir wirklich als vermeintlich gutes Spiel in Erinnerung geblieben ist, ist welches war das? War für den Game Boy Advance. Und ich... Das zweite oder das dritte? In welchem Harry Potter hat Harry nochmal das Monsterbuch der Monster von Hagrid bekommen? Das ist der zweite oder der dritte Teil? Kann man des Schreckens oder der Gefangene von Azkaban? So, langweilig. Gute Ideen, aber mehr umgesetzt sind. Die Open World ist halt absolut nichts sagen. Die Synchronsprecher sind falsch. Mit den Synchronsprechern, wenn die nicht original sind, natürlich auch schwierig. Vor allem, wenn du irgendwelche anderen seltsamen Leute hast, die aus dem Mund von Personen reden, die du eigentlich kennst, aber anders klingen. Gut, ich meine, ich hatte ja gesagt, wir könnten theoretisch, also tauschen geht natürlich letzten Endes nicht, aber die Harry Potter Spiele interessieren mich tatsächlich halt persönlich relativ stark. Das heißt, die würde ich mir eigentlich ganz gerne mal irgendwann dann anschauen. Warum fährt dieser, warum? Der Hass ist unbeschreiblich. Nicolas Flamel. Nicht Nicolas Flamel. Flamel. Ich meine, ausgesprochen kann ich sehen, dass es so Leute wahrscheinlich gibt, die sagen, der wird so geschrieben, aber ich krieg es. Gott. Okay, das ist mehr, als ich mir erhofft habe. Bis jetzt. Okay, nehme ich. Okay, das sind jetzt eine ganze Punkte mehr, als ich ursprünglich gehofft habe. Das ist zufriedenstellend. Jetzt muss ich nur die anderen beiden Runden was auf die Reihe kriegen. Welche Russen wahrscheinlich nicht, worum es geht. Das ist halt das Schlimmste, wenn du so Synchronsprecher hast, die halt ein Skript vorgelegt kriegen, aber keinen Peil haben, worum es geht. Und ich meine, bei Harry Potter heißt das schon, wenn du nicht weißt, worum es bei Harry Potter geht. Okay, ja, muss man anders sagen. Es gibt einen Unterschied zwischen nicht wissen, worum es geht und nicht wissen, was es ist. Also sie wussten eventuell schon, was es ist, aber hatten keine Ahnung, worum es geht. Das ist dann natürlich nicht hilfreich, wenn du irgendwie Emotionen in dem Text, den du sprichst, rüberbringen möchtest.
dann sollst du in der Regel schon wissen, was eigentlich los ist. Es würde zumindest helfen. Es würde helfen. So, was nun? Konzentration. Hallo Auto. Tschüss Auto. Tschüss Punkte. Auto, was tust du? Warum? Mann! Lecco mio, ey. Ja, natürlich, natürlich. Mann, 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 Mann. So, man hat auch nicht vergessen, dass Harry Potter am Anfang absolut nicht so groß war, zumindest was das Spiel angeht. Ja gut, was Videospiele angeht, an sich nicht, aber soweit ich mich erinnern kann, war doch Harry Potter eigentlich seit, oder kurz nachdem das erste Buch rausgekommen ist, schon sehr, sehr bekannt, oder? Oder täusche ich mich da? Oder kam diese wirkliche Explosion erst später? Weil ich meine es im Kopf zu haben, dass halt damals irgendwie, als das erste Buch rauskam, schon jeder irgendwie darüber gesprochen hat. Warum auch immer. Also meine Erinnerungen waren damals auch sehr vage, um es mal freundlich auszudrücken. Also kann gut sein, dass ich mich da täusche. Ja, hoffentlich haben wir jetzt noch einen Rundkurs. Ja, okay, sehr gut. Hier schon mal kein perfektes Rennen mehr. Oh, das ist aber auch keine gute Strecke für Driftpunkte. Muss nur gucken, dass ich die Runden perfekt schaffe, dann müsste es eigentlich gehen. Ja, wobei, das ist jetzt eigentlich gar nicht schlecht. Keine Ahnung, wo die ganzen Punkte herkommen, aber ich nehm's. Nehm's, ohne mich zu beschweren.
Halt, Gott verkackte Sch. Okay, ich lasse erstmal so stehen. Erste Buch wäre auch noch gut. Fand ja einer nicht so gut? Also ich fand eigentlich alle Bücher sehr gut. Das, was mir am wenigsten gefallen hat, ist schwierig. Also ein, zwei Sachen, die mich tatsächlich nerven, aber grundsätzlich würde ich eigentlich sagen, dass alle Bücher ziemlich gut sind. Allerdings bin ich jetzt auch nicht so der Bücherwurm und könnt ihr sagen, es gibt irgendwie ein unglaublich gutes Stück Literatur, das jeder mal gelesen haben sollte. Ich habe halt tatsächlich herzlich wenig gelesen in meinem Leben. Harry Potter gehört auf jeden Fall zu. Und die fand ich durchaus gut lesbar. Okay. Dann lassen wir die zweiten Crew-Rennen auch mal hinter uns. Und gehen zu den dritten. Ja, ich kann hier auf jeden Fall noch etwas gut machen, solange nicht allzu viele Drifts dabei sind. Wird langsam ein Bisasam. Solange es nicht aus Versehen irgendwas anderes wird, hast du, glaube ich, erstmal alles richtig gemacht. Ah ja, okay, das erste Rennen ist ein Dreckrennen. Da kann ich ja eigentlich fast aufhören. Vor allem, wenn es nur so eine gerade Strecke ist. Was es wohl ist, ja. Dann lenk halt nicht, wenn ich dir sage, du sollst lenken, du... Herrgott! Das ist ein immens frustrierendes Spiel. Ja, okay, also das kann ich komplett knicken. Den Cup brauche ich gar nicht erst nochmal versuchen. Da kann ich direkt zum zweiten springen. Ja. Und tschüss. Okay, fangen wir mit dem zweiten. Im zweiten habe ich auch schon 2800 Punkte. Gucken wir mal, was da auf uns wartet. Okay. Erstmal normales Rennen, das ist gut. Hoffen wir mal, dass es kurvenreich ist.
Sieht machbar aus. To the Moon. Was? Oh Mann. Okay, also ja, mit der Strecke kann man auf jeden Fall, wenn man vernünftig fährt. Wenn man vernünftig fährt, kann man da auf die entsprechenden Punkte kommen. Meine Güte. Zwei Runden, aber auch nur. Warum ist das kein Drift? Das ist doch sonst auch immer ein Drift gewesen. Scheiße. Okay, aber da klappt es auf jeden Fall. Gut, gucken wir uns mal die anderen an. Ich irgendwie dieselbe Strecke? Habe ich so das Gefühl? Sieht zumindest sehr danach aus. Hey, 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 hey. Arschgeige.
Also, okay. Oh, gut. Okay, einen haben wir noch. Hoffen wir mal, dass es kein Drake ist. Bam, bra, ba, ba, ra, ra. Sehr gut. Aber das sieht gut aus tatsächlich. Drei Runden, okay. Ich lese gleich, was du geschrieben hast, Rex. Ich würde jetzt gerade mal schauen, ob ich es schaffe, nicht komplett zu versagen und eine perfekte Punktzahl zu kriegen. Okay, das war erstaunlich gut. Nicht so gut. Das wäre jetzt auch nicht optimal. Und dann Punkte habe ich auf jeden Fall. 10 nochmal für den ersten. Habe ich einen Unfall gebaut diese Runde? Nein, habe ich nicht. Sehr gut. Nochmal 50 drauf. Ja. Yeah. Gut, gut, gut. Das war leider kein Drift, ich habe zu sehr abgebremst. Das war anscheinend auch kein Drift. Ah.
164 Punkte habe ich. Ist wieder eine saubere Runde. Ich krieg nochmal 50 Punkte dazu. Wenn ich jetzt die Runde nicht komplett verkacke. Und das war natürlich auch kein Drift, offensichtlich. Bei Felgen, wo steht der Drift? Das ist gut. Fast verpasst, okay, sehr gut. 20 Punkte, okay. Saubere Runde durchs Ziel. Sind nochmal 50, das heißt, ich bin wieder auf Max. Ich möchte die Runde noch zu Ende fahren, ohne groß irgendwo gegen zu ditchen. Sagt er und ditcht. Wogegen? Hilfe! Langsam aber sicher, Gerrit. Langsam aber sicher. Geht doch! Ja! Okay, meine Güte. Ich dachte, das Spiel fühlt. Ah, glaub mir. Ich fühle das Spiel. Schmerzhaft, aber ich fühl's. Er fühlt eher die Wut, die Verzweiflung, die Schmerzen. Hätte ich besser sagen können. Meine Finger tun weh, aber das Spiel ist fertig. Solange nur deine Finger weh tun und noch nicht deine Fußsohlen, sollte das ja passen. Lass nur nicht die kleinen Dinger irgendwo rumliegen, weil nachher hast du. Ne? Meine tut ja schon mit Lego weh. Und ist mit den kleinen Dingern wahrscheinlich nicht angenehmer, wenn man auf die drauf tritt. Ich meine, das Spiel wäre nur halb so schlimm, Wax, wenn man am Ende nicht gefühlt fast jedes Rennen perfekt fahren muss, um das Spiel vollständig abschließen zu können. Das ist halt echt nervig. Und wir können einen neuen Cup spielen! Yay! Okay, wir sehen seit langer Zeit mal wieder was Neues. Unglaublich. Ernsthaft? Geht doch. Geflüchtet! Yay! So, darf ich die Polizisten jetzt auch in Ruhe lassen? Nitro Extreme! Guck mal da, Serie 2 ist freigeschaltet. Das ist unglaublich, dass wir das doch erleben dürfen. Der zweitletzte! Die kleinen Dinger sind so klein, die merken wir, glaube ich, gar nicht. Du kannst sie einfach mal testen. Leg mal ein paar auf den Boden und stampf drauf rum. Man legt sie am besten so, dass die spitzen Seiten nach oben zeigen, also jede. Alter, bin ich nicht mehr ready für was Neues. Das ist die falsche Einstellung, du musst offen für Neues sein. Du musst immer offen für was Neues sein. So seltsam es auch sein mag. Ja, und dann kommt noch der letzte, ne? 7700, okay, guck mal. Auf die Technik an. Tritt nicht drauf, du merkst es. Ich weiß nicht, ob das der Plan ist, Amalia. Ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher. Ich vermute aber mal nein. Okay. Was für Rennen haben wir?
Auch wieder oben in dem in Canyon oder wo das war. Tatsächlich. Und es ist ein Dragrennen. Uah. Alter, lass mich umdrehen! Gott verkackte Kackla. Ganz im Ernst, diese Bergwände sind furchtbar. Es sind so kleine Widerhaken. Wenn du einmal drin hängst, kommst du nicht weg. Du kannst nicht dran herangrutschen wie hier an der Seite, sondern nein, du hängst halt fest. Warum zum Geier hier Hubbel in einem Tunnel sind, sei mir eher. Ist mir auch ein Rätsel. Ach Gott! Boah, Gottes Willen. Auf welchem Zeigzeug. Ich möchte nicht, dass mein Kanal gesperrt wird, Vex. Das regeln wir dann nochmal privat unter Discord. Unter der Ferseschmerz ist manchmal mehr als mir lieb ist. Unter der Ferseschmerz ist manchmal mehr als dir lieb ist. Wenn du auf Lego trittst? Freiwillig? Bergwind ist einfach der natürliche Feind eines Autos. Jawohl, egal ob rauf oder runter, ist selten gut für ein Auto. Zwinker, Zwonka. Was? Also, grundsätzlich ja, bin ich dafür, aber was? Zwinker, Zwonka. Meiner ist Lonka. Prost. Noch ein Dragrennen. Gut, ganz toll. Ich mag diesen Cup nicht. Au. Schert euch weg. Nein, nicht schon wieder. Nein, nicht schon wieder. Ah. Scheiße. Ich hab gehofft, ich könnte ihn irgendwie einen mitreißen. Das war schlecht. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt noch kriege. Also ich gedreht. Oh, ich glaube, der hat sich gedreht. Und Arsch. We'll be right back.
Hui. Das war knapp. Was ist das Ziel? Ah! Oh. Heiliger. Okay. Boah, ohne Scheiß, ey. Wenn ich bedenke, dass ich dir auch noch auf gut spielen muss, wie soll das denn gehen? Wie geht das? Alter, wie? Viel. Sollte mich umbenennen zu Max Payne. Was? Wo? Was? Ach, hier. Ach du Alter, was zum...
Nein! Ah, fuck! Ich bin mitten in der Offensive, mein Gutster. Oh. Ah. Zu einfach nur Pay. Einfach nur Pay. Nee, warte, was ist das? Wie das? Einfach kein Pain, einfach. Einfach kein Pain, einfach nur. Nee. Einfach kein Pain, einfach kein Gain. So rum, Herrgott. Aber ja. So, komm. Jetzt haben wir es geschafft. Und wir haben irgendwie 2500 Punkte, glaube ich, gemacht. Ja, fast. Okay. Jetzt müssen wir auf die 77.000 kommen. Dann haben wir es richtig geschafft. Kalle. Ja, cool, bin jetzt aber wieder. Ja, schön. Dann danke für die Sounds und schönen Tag noch, Björn. Bis später. Oder irgendwann mal wieder. Spätestens bis zum 28. glaube ich. Nee, 20. Gott, das Neck? Nee. 28. ne? Oder 20. Und dann ist gerade 1 bis 10, was das Spiel geschafft. Also rein von dem, was man freischalten kann, sind wir jetzt bei einer 9. Von dem, wie lange es noch dauert, sind wir jetzt wahrscheinlich bei einer 6. 5 bis 6. 2 Wochen. Okay, 28. alles klar. Mona geht jetzt nicht noch weiter mit Game. Oh, da kannst du dich aber drauf verlassen. Ich kenne nicht viele Dinge im Leben, die sicher sind, aber das ist sicher. Wir haben jetzt 73.500 Pi mal Daumen. Das heißt, wir brauchen noch 3.500. Ich... Wow. Könnten Probleme sein. Schauen wir mal. Genau, springen wir hin. Also wir machen jetzt, wir sind ja jetzt bei Nitro Extreme. Das sind die letzten, die wir machen müssen. Wir sind jetzt bei VF Crew. Da schalten wir, oder versuchen wir jetzt nochmal bei Serie 3 mehr Punkte freizuschalten. Speed Revolution sieht schon relativ maximiert aus, tatsächlich. Lightspeed eigentlich auch. Da müssten wir gucken. Oh, Leute. Wie sollen wir das schaffen? Die beiden zusammen sind jetzt auch nur knapp 1000 Punkte. Und das sind jetzt hier auch nochmal... Vielleicht 1000. Wo krieg ich die restlichen? Hä? Das reicht doch im Leben nicht. Hier habe ich alles Max, da habe ich alles Max, ja. Das reicht doch nicht. Wenn wir jetzt noch 3500 Punkte brauchen. Also 500 ungefähr. Ich meine, da sind halt die Dragrennen. Man muss wahrscheinlich wirklich bei den Dragrennen. Oh. Bei einem Rennen hast du 0 von 3000. Ja, das ist das Letzte, was noch nicht freigeschaltet ist, Niki. Das kann ich noch nicht fahren. Die zählen nicht. Wirst du jetzt irgendeine große Sache übersehen? Kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen. Weil ich krieg ja nur noch durch Crew-Treffen Respekt.
Und ich meine nicht durch Straßenrennen. Ich versuche jetzt einfach aus purer Verzweiflung nochmal Straßenrennen, aber das war wirklich nur Kohle, die ich da abgreifen kann, meine ich. Halt, stopp! Natürlich. Ja, ich sollte auch auf die Straße gucken. Kommt, nein! Komm schon! Ja. Kriegt nur Geld. Ja, es ist ein bisschen... Was laberst du? Was laberst du? Moment! Ich habe Respekt gekriegt. Ich hatte vorher nur 3400. Ich habe 500 Respekt gekriegt. Oh mein Gott! Werden wir heute doch noch fertig? Hey, Westpark. Bei solchen Spielen lasse ich die SFX an, die Musik aus. Ja, aber das Spiel sagt mir ja nicht, dass ich irgendwie Respekt gekriegt habe. Die hat wahrscheinlich nur gesagt, ja, sie hat toll gemacht und yo, Bitch, yo, Rap, Gangster, lülülülü, sowas in der Richtung, keine Ahnung. Ich hatte am Anfang ja die SFX an und wurde irgendwas gesagt von wegen, dass ich Respekt gekriegt habe. Wenn, stand das irgendwo. Aber das ist jetzt natürlich... Interessant. Wir haben jetzt 73.900. Na, lass mal gerade gucken. Weil ich meine, mich daran erinnern zu können, dass ich so ein Herausforderungsrennen schon mal gemacht habe und keinen Respekt gekriegt habe. Auf der anderen Seite habe ich das ja auch bei den Respekt-Herausforderungen gedacht, wo man sich die Freundin freischaltet. Da lag ich ja genauso falsch. Auto. Meine Fresse. Was hast du denn das gesagt? Ja. Du kannst in dem Spiel bis zu, ich glaube, 18 verschiedene Freunde in Anführungszeichen freischalten. Du hast, je nachdem, was du fährst, werden Respektrennen freigeschaltet. Und wenn du ein Respektrennen schaffst, wird die entsprechende Freundin von dem Respektrennen für dich freigeschaltet. Die kannst du dann in dein Auto packen, mit der rumfahren. Und wenn du genug mit ihr rumgefahren bist, kannst du dir Videos von ihr angucken, wie sie relativ knapp bekleidet in schlechter Auflösung auf dem GameCube für dich tanzt. Das ist wahrscheinlich auch der Hauptverkaufspunkt dieses Spiels. Auto! Gut.
Meta haben wir. Blablabla. Oh mein Gott! Nein, meine Mutter, das wisst ihr. Genau wie bei BMXXX. Im Ernst? Da gibt's das auch? Ach du Heiliger. Maybe selbes Unternehmen. Süden und Norden. Das habe ich schon gemacht. Kann ich das nochmal machen? Kriege ich immer 500 Respekt, wenn ich den mache? Also mein Mind ist blown. Geblastet. Blow my Mind mit Blastmusik. Kusch dich. Auto, nein! Ich habe noch versucht, dann vorbeizukommen und ramm dem Arsch natürlich voll auf den Arsch. Autsch! So. Echt, zu den Freunden kann man Videos schauen. Weiß ich ja, was ich heute zu tun habe. Ja, ohne Scheiß. Ich kann euch gleich mal eins zeigen, wenn ihr wollt. Das ist wirklich qualitativ hochwertiger Content. Das Gute an der Sache ist, auf dem GameCube ruckeln die auch noch. Also zumindest hier auf dem Emulator. Das heißt, du hast nicht hochaufgelöste, verpixelte, stockende Videos von knapp bekleideten Mädels auf einer Nintendo-Konsole, die nur für dich tanzen. Warte mal, ich zeige euch das mal gerade. Lagerhaus muss das sein. Genau, da wo man da wo man seine Autos lagert, lagert man auch seine Freundin im Lagerhaus. Wer kennt's nicht? Ich habe auch ein Lagerhaus für meine Autos für meine Freundin. So, jetzt gibt's hier bei Y den Punkt Freundin. Und dann hast du hier Freundin, wo du halt Größe, Gewicht und die Maße hast, die, die du dir angucken kannst. Weißt du nicht, welche habe ich gerade? Die habe ich gerade dabei, da müsste ich jetzt auch, genau, da habe ich jetzt alle drei Videos. Und wenn man sich so ein Video angucken möchte, dann hat man halt sowas. Die überhaupt nicht seltsam vor dir rumtanzen. Und ja, schön mit Rucklern dabei ist, also Chefskiss-Qualität. Leider eher im Keller. Ja gut, ich meine, das ist halt Amerika und in Amerika hat man tatsächlich nicht so häufig Keller, wie ich gehört habe. Deswegen braucht man halt Lagerhäuser. Also sie freut sich anscheinend sehr, uns zu sehen. Ja gut. Genau, und du hast halt, in den meisten hast du anscheinend drei Videos. Du hast erst das erste und wenn du sie mit dabei hast, schaltest du Video 2 und 3 nach einer Weile frei. Und manche haben halt auch irgendwie nur eins. Die hat, glaube ich, genau, die hatte irgendwie nur eins. Aber ist cool, wie man sieht, Amorant ist auch mit dem Spiel dabei. Anfang ihrer Karriere. Ja. Wisst ihr Bescheid? Sieht ja aus wie Amorant. Eben, ne? Habe ich mir auch gedacht, als ich das gesehen habe, dass ich mir, Moment, irgendwo kennst du die. Aber woher? Ich versuche jetzt gerade nochmal. Ich habe das Gefühl, der Wagen wird immer besser, wenn ich die Herausforderung mache. Kann das sein? Also der gegnerische Wagen.
Ja, er ist zumindest schneller. Okay, der ist deutlich besser. Ja, meine Güte. Why you so fast, boy? Oh, er ist hängen geblieben, sehr gut. Wie alle meine Gegner. Eieiei. Wie gut, dass sie perfekt zu dem Babe dazu geschrieben haben. Würde locker nur nach Charakter entscheiden. Siehst du? Von daher ist halt nicht schlecht. Das ist natürlich auch gut an der Sache, dass man so Menschen dann überhaupt nicht objektifiziert. Ist natürlich sehr gut. Okay, da habe ich keinen Respekt mehr für gekriegt. Okay, aber dann kann ich die anderen theoretisch auch noch machen. Den hatte ich jetzt, glaube ich. Versuche ich das mal. Das macht das Ganze jetzt natürlich doch nochmal deutlich einfacher. Vor allen Dingen... habe ich dann vielleicht sogar schon genügend Punkte? Ich weiß es gar nicht. Aber wenn ich jetzt wirklich für jede... das Herausforderungsrennen nochmal 500 Respekt kriege fürs erste Schaffen, wäre das natürlich schon sehr knorke. Deshalb 75k, genau. Also fehlen noch 2000. Dann müsste ich auf die 77 eigentlich kommen. Autsch. Hi. Ui, 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 ui. Kann mal gerade jemand den Request von Mario zurücknehmen, das scheint nämlich nicht das zu sein, was er haben wollte. Dann kann er die Punkte wieder haben. Ich schmeiß das hier aus der Playlist. Und das nächste Mal guckt er am besten nach. Moment, gar nicht hier drin. Das ist gar nicht in der Playlist drin. Interessant. Wenn es gleich gespielt wird, überspringe ich es einfach. Das kann Mario sagt schon, Felix ja gerade machen, wenn er da ist. Ups. Aber da habe ich jetzt was. Okay, jetzt habe ich wieder keine Respektpunkte gekriegt. Dann hatte ich das eventuell schon. Wege mir zurück. In die Mod-Ansicht gehen und dann die Anfrage einfach zurücksetzen oder löschen. Schon wieder. Nein. Du bist hinten. Schön hinten bleiben. Ey! Kollege! Nicht so aggressiv fahren, das darf nur ich. Scheiße. Nur ich darf anderen Leuten in die Seite fahren, wenn sie in die Kurve fahren. Wow!
Hey, nein. Kollege. What you doing? Holle die Faltweh. Ja, ich denke, ich werde doch nicht cheaten. Ja, maybe. Kann sein, dass das ein reines Rennen ist, die ich tatsächlich schon gefahren bin. Bin mir die nicht mehr ganz sicher. Weil bei manchen Rennen jetzt halt auch nicht. Bei manchen Rennen waren halt irgendwie ein paar von meinen Freundinnen dabei. Kann es sein, dass ich manche Freundinnen erst auf voller Punktzahl haben muss, damit ich bei den Straßenrennen Respekt einsammeln kann? Guck mal gerade, wenn ich jetzt Süden und Norden, war da meine alle mit dabei? Bist du blind? Okay. Lass mich mal gerade gucken. Modansicht. Kann sein, dass du das noch hinzufügen musst. Das heißt irgendwie. Mal gerade schauen. Irgendwo hier müsste es theoretisch sein. Es sieht aber alles so anders aus wie sonst. Bearbeiten? Nein. Keine Ahnung. Bin mir jetzt gerade auch nicht sicher. Theoretisch müsste es da irgendwo so eine Bearbeiten-Ansicht geben und dann kannst du weitere Widgets hinzufügen. Eigentlich. Ist im Activity, da kannst du am Ende. Ja, du müsstest eigentlich irgendwo die Warteschlange für Channel-Belohnungen haben. Und da kannst du das eigentlich abbrechen oder ignorieren oder sowas in der Richtung. Also, in der Theorie. Tja. Hab's. Ah, guter Mann. Abgeschlossen. Genau, da haben wir es doch. Gut, hier ist sie nicht dabei. Dann gucke ich jetzt mal gerade. Dann machen wir jetzt, ich glaube, das hat wirklich was damit zu tun, dass ich irgendwie meine Freundin auf Maximalstufe haben muss. Dann gehe ich mal gerade zum Lagerhaus, schnapp mir eine andere Freundin. Na, guck mal, ob ich die irgendwie auf die Maximalstufe bringen kann. Die hat 2 von 3 Videos, dann würde ich die einfach mal gerade mitnehmen. Gehe ich mit ihr aus, pack sie in meinen Wagen, ob sie will oder nicht. Guck ich jetzt mal gerade Straßenrennen. Surfing Time, ich springe jetzt einfach mal hin. Weil ich meine, eben standen auch meine Freunde neben dem Wagen, bevor ich die Challenge angenommen habe. Da schießt jetzt nix. Boulevard Sprint. Da ist jetzt auch nix. Theater Run. Motel Hotel. Nee. Aber ich meine mich daran zu erinnern, dass sie da eben daneben standen. Polizeistation, Hotel Mike, Entertainment, Multiplex, Kino, Multiplex, Fine Fox.
Hm. Erstmal recht den Schwingertiefer an. Maybe. Ich teste jetzt einfach nochmal ein, zwei durch. Wenn du duschen. Meine Mutter versaut mir ständig alle Pläne. Als ich zuerst wollte, wollte sie, dass ich jetzt sofort essen komme. Danach wollte sie, dass ich jetzt sofort ihr helfe. Und jetzt, wo ich eigentlich gerade noch nicht will, braucht sie jetzt sofort die Handtücher. Wer kennt's nicht? Erinnert mich ein bisschen an diverse Leute, die ich von der Arbeit kenne. Das ist so, alles hat Zeit und nichts ist wichtig. Bis es brauchen, dann am besten gestern. Ach ja, Menschen sind schon schön manchmal. In gewisser Hinsicht. Am besten nicht aufregen und dusch dir deine Wut vom Körper. Richtig poetisch hier, meine Güte. Au, au. Ey, bremst doch nicht. Oh ja, ich will dich drehen. Nein. Oh, ich wollte dich drehen, dann wärst du so schön gedreht gewesen. Und ich hätte vor dir wegfahren können. Au. Okay. Das ist natürlich ein Wussi, mein Vater und meine Jüngere. Das ist immer mal das Blood-Kind haben, wenn ich auch mal. Also, ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, dass solche Menschen nicht viel von Fakten halten. Nee, auch nix. Versuchen wir den mal. Okay. Now what? Meine Vorfreude hat sich wieder zurückgezogen. Ich habe jetzt zwei Rennen gewonnen. Ist meine Freundin, freut die sich jetzt darüber? Lass mal gerade gucken. Nee. Sascha mag tanzen, Gartenarbeit, kochen und einkaufen. Cool. Wie viele Rennen muss ich denn mit ihr gewinnen? Jetzt hatte ich Theater und ich versuche die jetzt einfach gerade mal alle durch tatsächlich. Justin Käse. Warum freust du dich? Wo ist die 5 und die machst du fest? Ja. Also die Wunschfreundin. Wenn du meinst, in deinem Leben nichts mehr machen zu müssen, hol dir Sascha. Sascha macht alles für dich. Sascha ist deine persönliche Hotelmama. Mit Vorzügen. Mama mit Vorzügen, Alter. Ja gut, weg mit dir. Staubsaugen zieht mir auch noch an. Ja. Saugen muss es schon können.
Jetzt sagte ich wow, das war eine perfekte Vorlage. Ich muss eigentlich nur noch zugreifen. Autsch. Nee, wieder keine Punkte gekriegt. Die anderen habe ich, glaube ich, aber schon. Garagenstelle kann ich wirklich nochmal probieren. Wenn er auch noch gut schrubben kann, ist alles perfekt. Quasi. Meine ist ja völlig egal, wenn man mit der Freundin nichts gemeinsam hat. Aber solange sie einem die Bude reinhält, dann ist das doch die perfekte Beziehung, Kappa. Er will schon Zeit mit anderen Menschen oder mit seiner Freundin verbringen, wenn sie auch die Küche sauber machen kann. Aber ich habe das Gefühl, das wird jetzt langsam doch etwas sehr frauenfeindlich hier. Wir sollten das Thema wechseln. Reden wir über dieses... Ich meine, es ist ein bisschen schwierig, wenn man ein Spiel spielt, bei dem man Freundin freischalten kann. Ja gut, ich meine, manche Leute haben halt so einen Humor und manche Leute halt nicht. Da muss man halt immer aufpassen, dass man manche nicht auf den Schlips tritt. Und ich meine, ich persönlich mag ja schon etwas fragwürdigen Humor, da bin ich ja absolut für. Aber muss man halt auch wissen, in welchem... Boah, das war knapp. Bei wem man den Witz jetzt letzten Endes anbringt. Oder wem man mit seinem Humor beglückt. Ach, reden von Saumachen. Ja klar. Woran hast du denn geredet? Schade. Irgendwie funktioniert doch nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Ich meine, ich bin Erster geworden, aber... Meine Alte jetzt eigentlich reif oder muss ich noch ein bisschen imponieren? Nee. Ich frage mich echt, was die Voraussetzungen sind, um die Videos von den Freundinnen freizuschalten. Muss ich ein Cup-Rennen eventuell gewinnen? Das könnte ich mal probieren. Ja, ich meine, man muss dazu sagen, Wax ist halt schon ein bisschen weiser als wir ganzen anderen hier. Das sind die spontanen Erinnerungen an vergangenen Tage, die dann einfach wieder hochgekocht kommen. Und er glaubt halt nicht, dass so junge Kerlchen wie wir nicht schmutzige Gedanken haben. Das versucht er dann wahrscheinlich irgendwie zu kompensieren. Hab dich lieb, Wax. Küsschen. Ich muss den kompensieren. Okay, das war doch etwas zu knapp. Oh, aber Deltarune. Undertale, meine ich natürlich. Ich hab einen roten Wagen gefunden. So, Rennen Nummer 1 geschafft. Dann will ich jetzt noch die anderen beiden, dann gucken wir mal, ob Madame mir nicht ihr drittes Video offenbaren möchte.
Ich denke, dann ist sie auf dem Maximallevel und dann kriege ich vielleicht auch nochmal Punkte irgendwie bei den Straßenrennen. Das wäre natürlich schon sehr geil. Weil dann werden wir definitiv heute noch fertig. Definitiv. Sag mal, Max, wann wolltest du eigentlich heute anfangen? Du hattest irgendwas von 3 Uhr, glaube ich, gesagt, ne? Bam, bam, bam. Ist schon ein. Oh, okay. Dann nevermind. Hab schon gesagt. Okay, alles klar. Dann. Ja, viel Spaß und ob ich jetzt nachher fertig werde oder nicht, siehst du ja dann nicht mehr, aber ich werde dann auf jeden Fall nachher einen Besuch bei dir starten. Ja, komm schon. Au. Ja, geil. Tost du locker heute noch. Also wenn das mit dem zusätzlichen Respekt noch funktioniert, dann ja. Ansonsten sehe ich etwas schwarz. Ja, zwei Kilometer. Ui. Denn es geht schon noch ein paar Stündchen. Wie weit ist denn Wachs momentan mit Lemmings? Mit Lemminges. Au. Ach, Leute. Könnt ihr eure Autos nicht mal zu Hause lassen? Also nur 2. Okay. Gut. Ein Rennen noch. Das war nicht geplant, aber okay. Vielleicht soll ich mit dem Driften aufhören. Sagt der, driftete weiter. Naja, okay, das haben wir. Punktzahl war mir jetzt relativ egal. Mussten nur überall Erster werden und gewinnen.
Gut, dann einmal zurück. Einmal ins Lagerhaus. Freundin. Ja, okay. Da ist das letzte Video. Wenn ich jetzt ein Straßenrennen mache, kriege ich dann von ihr nochmal Respekt, wenn ich den Kollegen besiege? Aber hier steht es jetzt nämlich nicht daneben. Okay, gut, gut, gut. Das war knapp, aber passt. Und jetzt sind wir quasi im Ziel. Okay. Ist du verrückt? Was ist zu verrückt, Mario? Auch nicht. Was passiert? Lagerhaus. Springen. Wenn ich mir jetzt einfach eine andere Freundin mitnehme. Eins habe ich schon irgendwo. Dient voll. Habe ich schon irgendwo 2 von 3 Videos eventuell? Nee, sieht nicht so aus. Nee. Nehme ich einfach dich mit. Was wirklich kommt? Naja. Gibt die interessantesten Art und Weisen. 1 hat 1 von 3. Ja, ja, die haben alle 1 von 3. Aber ich habe geguckt, ob jemand 2 von 3 hat. So, wenn ich jetzt nochmal ein Straßenrennen mache, von Norden bis Süden, eventuell, keine Ahnung, oder den hier einfach. Und ich die Freundin nicht dabei habe. Dann Punkte?
So. Auch nicht. Ha. Steht sie denn irgendwo dabei? Aber hier nicht. Hier vielleicht? Auch nicht. Ja, auch nicht. Nein, die standen doch da eben bei. Oder kriege ich die nur, wenn ich irgendwo einen perfekten Score habe? Keine Ahnung. Ich mach mal gerade ein Pinkelpäuschen. Und verleibe mir einen kleinen Snack ein, würde ich sagen. Würde mal sagen, so 5, 6, 7 Minuten um den Dreh. Und dann, ja, fahre ich noch ein paar Rennen. Und gucken weiter. So. Dann würde ich sagen, erstmal bis gleich.
So. Ja, na, bin ich wieder. Lord Victim, einen wunderschönen guten Nachmittag. Pixel 64 auf 2 von. Ja, die Dinger sind schon ziemlich nice. Sieht man jetzt natürlich, da ich mich genau davor gesetzt habe, auch nicht so wunderbar. Aber wenn ich mich so ein bisschen zur Seite schiebe, dann hat man wenigstens ein bisschen was davon. Ich bin auch wieder da. Ah ja, dann würde ich sagen, perfektes Timing. Ja, ich habe auch noch gerade nochmal nachgeschaut. Also es scheint tatsächlich so zu sein, dass man wirklich die Respekte dann einfach nur einmal schaffen muss und dann Respekt davon kriegt. Und wenn man ihn dann hat, war es das auch. Das heißt, die Straßenrennen, so wie es aussieht, habe ich da alle durch und jeden Respekt gekriegt. Das heißt, da kann ich keinen mehr einsammeln. Ergo müssen wir uns die restlichen 2000 Respekt noch irgendwie in den Crew-Rennen verdienen, so wie es aussieht. Und ich befürchte mal, dass es irgendwie darauf hinauslaufen wird, dass ich die hier irgendwie kriegen müsste. Zumindest in der Serie 1. Bei den anderen. Ja, schwierig. 2000 Respekt ist halt doch ein Batzen. Aber habe ich wirklich schon... Ich bin mir halt nicht sicher, ob ich wirklich schon alle hiervon habe. Ich versuche einfach hier nochmal ein paar zu machen. Na gut, dann werden wir heute wahrscheinlich wirklich nicht fertig. Ah, schade. Da geht die Hoffnung wieder flöten. Das Gute an der Sache ist, wir haben jetzt, glaube ich, auch nochmal... Ich glaube, 2000 Respektpunkte oder so gekriegt durch die Straßenrennen. Also immerhin etwas. Und ich meine, beim ersten hatten wir auch direkt einen Drag Race. Das heißt, ich würde einfach mal Serie 3 versuchen. In der Hoffnung, dass es da keins gibt. Und schauen, ob ich das irgendwie auf 3000 Punkte bringen kann. Dann hätten wir das auf jeden Fall auch schon mal weg. Als erstes auf jeden Fall kein Drag-Rennen. Das ist gut. Sehr gut. Oder doch? Beckham gegen vier Leute? Also drei Leute? Das war anscheinend kein knapp vorbei. Das war ein... Ja, fast verpasst. Knapp verpasst. Das war Berührung. Doch ein Drag-Rennen. Scheiße. Okay. Das passt, okay. Na, aber da vorne ist schon Ende, meine ich, ne? Echt ein Problem.
Oh, naja. Wir werden wahrscheinlich wirklich nicht drumherum kommen. Aber auf jeden Fall gut Punkte. Das ist gut. Und ich meine, bei den normalen Rundkursen mache ich mir natürlich auch relativ wenig Gedanken, ob wir genügend Punkte kriegen oder nicht. Aber sobald halt ein Drag-Rennen mit in der Streckenauswahl ist, für einen Cup, kommt man eigentlich schwierig über 2800 Punkte. Dann auch nur, wenn man halt die beiden Rundkurse auch perfekt fährt. Ah. Ja, geil. Wird natürlich auch mit steigender Schwierigkeit von den Cups nicht wirklich einfacher. Wenn die ganze Zeit irgendwie eine Pappnase hast, die dir auf den Fersen hängt. Oh, ich habe jetzt Max-Punktzahl, das ist gut. Eine Runde habe ich noch. Muss ich nur genau das verhindern, was ich gerade gemacht habe, ja. Ah. Gott, verdämme ich noch eins. Okay, wir sollten jetzt aber wieder haben, ja. Okay. Das muss doch die letzte Kurve sein. Genau. Okay. Gut, dann wenn ich jetzt das letzte Rennen perfekt fahre, haben wir theoretisch auch nochmal, ich glaube, um die 100 Respekte gesammelt, Pi mal Daumen. Auch okay ist, wenn man bedenkt, dass die erste Strecke halt wirklich ein Drag-Rennen ist. Aber da habe ich echt erstaunlich viele Punkte gekriegt. Bin ich also eigentlich recht mit zufrieden. Gucken wir mal, was jetzt noch kommt. Hoffentlich nochmal ein Rundkurs. Ja, okay. Very good. Oh, okay. Gott verkackte, blablabla. 42 bei den drei Runden. Nee. Zu viele Gerade. Shit.
Scheiße. Gottverdammte Scheiße! Fahr rückwärts! Boah! Tut mir leid, dass ich so aufregend bin. Manchmal macht dieses Spiel so dämliche Scheißsachen. Und ja, es ist das Spiel. Es ist niemals der Spieler. Niemals. Maximal der Controller. Aber grundsätzlich das Spiel. Boah, ist das zum Kotzen, ey. Oh Gott, ja. Weil niemals Gerrit, auf gar keinen Fall ich, besonders ich nicht. Es sei denn, was Gutes passiert, dann bin das natürlich ich. Meinst du? Offensichtlich. Bitte euch. Weiß doch jeder. Wenn in eurem Leben was Gutes passiert, dann war das auf jeden Fall Gerrit. Aha. Yikes. Oh boy. Okay, ja. Ah, ich hab doch noch irgendwie 1000 Dinge. Okay, gut, gut, ich beschwere mich gar nicht. Ist alles perfekt gelaufen. Das Spiel hat seine Fehler gemacht, aber zum Glück habe ich das natürlich wieder ausgeglichen. Mit meinem immens fantastischen Können. Wer bist du denn? Geh weg. Oh, jei, jei, jei. Gut. Also, dann haben wir nochmal knapp 100 Respektpunkte gekriegt. Obwohl, Dragon, das ist gut. So, 8 genau. Dann könnte ich jetzt theoretisch noch schauen, ob ich es eventuell schaffe, hier sogar noch auf über 2800 zu kommen. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich meine nämlich, die erste Strecke ist eine relativ kurze Drag-Strecke. Und wenn ich dann auch noch keinen Verkehr habe, an dem ich knapp vorbeikomme. Warte, du kannst mal vorfahren. Dann kriege ich schon mal 10 Punkte. Thank you. Knapp, knapp. Kombo mal 2, okay, immerhin, ja. Knapp vorbei, ja. Kombo mal 2, gut. Das war eher weniger gut, überraschenderweise. Knapp vorbei, okay. Ja! Habe ich zu spät gesehen? Nein! Scheiße! Nein! Nein! Brech dich aus! Fahr! Mein Kamera doch einfach geradeaus! Warum reibst du deine Reifen mit Seife ein? Okay, also ein paar Punkte könnte ich hier vermutlich doch noch machen. Vor allen Dingen, wenn ich es mal schaffen würde, auch dieses knapp vorbeizukriegen. So nicht. Ich versuche das Rennen gleich nochmal. Also wenn ich jetzt schon 150 Punkte habe, dann müsste ich auch mehr als 150 kriegen. Mm-hmm.
So, auf ein neues. Komm mal drei. Nice. Okay. Gut. Okay. Komm mal zwei. Gut. Ach komm, das war doch wohl eindeutig knapp vorbei. Heuchle das Spiel. Hat er nicht erfüllt, bisschen schade. Oh, aber da ist ein Auto! An die vorbeifahren. Scheiße! Das ist vorbei, okay. Gut, wenn ich jetzt nicht gegen Wand gefahren wäre. Aber okay. Gar nicht so schlecht eigentlich. Gut. Dann noch zwei Rennen. Schon knapp. Bin ich die Runde eigentlich wogegen gedutscht? Ich glaube nicht, oder? Wir haben eine Runde? Sauber Runde. Nice, tatsächlich. Okay, das müsste jetzt aber genügend Punkte sein. Kommen wir mal drei. Ja, okay. Dann fahre ich jetzt etwas ruhiger und guck, dass ich die 250 Punkte ins Ziel bringe. Ist auch letzte Runde, ist sehr gut. Very good. Nein! Gut. Dann war es nur noch eins. Mm-hmm.
Oh Gott. Mini-Runde. Toll, der war genau im Weg. Alter, das gibt's doch nicht. Warum war das kein knapp vorbei? Das war doch eindeutig knapp vorbei. So kommt man natürlich auch in seine Maximalpunktzahl. Was zum Geier. Das ist auch letzte Runde, okay. Gut. Haben wir das. Meinst du es aber auch nur. Da müssten 200 Respektpunkte mehr gewesen sein, glaube ich. Pi mal Daumen. Ja, so ziemlich. Okay, das geht wahrscheinlich tatsächlich auch kaum besser. 1500. 75.000 meine ich natürlich. Lagerhaus. Muss mal gerade gucken, was meine Freundin macht. Die müsste theoretisch ein zusätzliches Video gekriegt haben. Ich gebe die Hoffnung nämlich immer noch nicht auf, dass ich eventuell noch irgendwie mit, wenn ich meine Freundin oder alle Videos von meinen Freundinnen kriege, dass ich dann eventuell nochmal 500 Respekt im Straßenrennen kriege, weil das wäre sehr hilfreich. Vielleicht habe ich denn momentan. Wieder. Okay, hat alle drei sogar schon. Hier nehme ich dich einfach mal mit. Und schau mir gerade nochmal die Straßenrennen an. In der Hoffnung, vielleicht doch eine dabei ist. Oh, es wäre so wundervoll, wenn das jetzt tatsächlich gehen würde. Sieht aber nicht so aus. Money fordert dich heraus. Aber nirgendwo jemand mit dabei. Sieht tatsächlich leider nicht so aus. Und das macht mich traurig. Hm.
Ja, habe ich ja wahrscheinlich wirklich alles schon geschafft. Schade. Und Surf in Time. In der letzten Hoffnung, dass da vielleicht doch noch irgendwas ist. Nö. Ah. Deprimierend. Wieso muss man so das mit Joghurt immer so falsch schmecken? Ich hab gerade von der, den von Pepsi hier noch mal gesehen, dass ich Pepsi nicht mag. Vielleicht ist einfach nicht die Pepsi. Vielleicht ist die Pepsi nicht schlecht. Es ist ein bisschen krass, wenn jemand sagt, dass jemand Pepsi nicht mag. Und dann sagt, dass es schmeckt wie Pepsi in schlecht, ist das ja schon eigentlich der härteste Diss gegen Getränke, den es geben kann, oder? Ich persönlich bin auch kein großer Pepsi-Freund, muss ich sagen. Und ich habe auch tatsächlich noch nie Sirup von Sodastream probiert, muss ich sagen. Ich selber habe gar keinen Sodastream. Ein Kumpel von mir hat zwei, der hat jetzt schon seit einem Jahr fast seinen Cola-Sirup hier stehen. Aber selber habe ich den tatsächlich noch nie probiert. Vermute mal, es ist halt der Versuch, ein... natürliches Getränk in Sirupform zu packen und das dann irgendwie als Sirup oder Brauseform, das schmeckt halt immer irgendwie anders als das Original. Ich vermute mal, dass man bei dem Sirup einfach so einen gewissen Kompromiss eingehen muss, dass man halt sagt, okay, ich schleppe jetzt nicht x Flaschen vom Getränk so und so mit nach Hause, sondern ich nehme einfach nur so eine kleine Packung Sirup, aber dafür schmeckt dann halt auch nicht ganz so gut wie das Original. Oder du bist jemand der Glücklichen, der sagt, ich mag das Originalgetränk gar nicht so gern, aber der Sirup, das ist der Shit. Nur wie es aussieht, bist du da leider auf der falschen Seite. Wo ich das gerade lese, warum zum Geier trinkst du überhaupt einen Sirup von Pepsi, wenn du es sowieso nicht magst? Was ist denn da los? Du machst ja Sachen. Ah, so. Ich glaube, da mache ich jetzt aber für heute auch erst nochmal Schluss. Brauche nochmal ein bisschen mentale Pause, bevor ich die nächsten Versuche wage, irgendwie Respekt einzusammeln. Aber es sieht tatsächlich momentan so aus, dass wir den restlichen Respekt wirklich in den restlichen Rennen einfahren müssen. Befürchte ich mal. Was sicherlich nochmal interessant wird. Weil wir brauchen halt immer noch... Ja, etwas weniger als 2000, aber trotzdem. Schwierig. Naja. Es fehlt nicht mehr viel. In der Tat, es fehlen theoretisch nur noch 2000, aber die 2000 werden halt, je näher wir dem Ende kommen, desto schwieriger wird es einfach, die Punkte zu kriegen. Das ist der Punkt, der mich so ein bisschen nervt. Ich werde sie dann noch recht trinkbar finden und eine Cola aus Sirup nicht fand. Okay. Dann ist es natürlich umso schlechter, dass das, was du gerade noch so trinken würdest, einfach furchtbar schmeckt. Dann hast du jetzt gefühlt irgendwie deine ganze Ladung so das Ding versaut, oder? Hast du ja keinen anderen Sirup mehr im Haus? Also ich meine, abseits von Cola. Du machst du Schluss? Also wirklich, ist doch noch... Es ist früh, ja, aber ich fahre jetzt 3,5 Stunden mit einem Auto durch die Gegend und ich brauche einfach eine Pause. Ich brauche jetzt einfach eine Pause davon. Gib mir sowas wie ein, keine Ahnung, Pokémon Randomizer und den spiele ich den ganzen Nachmittag durch. Aber das hier ist halt kein Pokémon. Offensichtlich. Aber das Schiffstoff hier, wenn wir hier den erst leer trinken. Das sind alles so Mischgetränke, ne? Also ich persönlich war nie so der Freund von Schiffstoff oder Pepsi oder Cola. Das ist alles so, weiß nicht. Also Cola... mag ich eigentlich nur entweder mit Rum oder Vanilla Coke. Aber dann auch nur in Maßen. Cola an sich bin ich gar nicht so der Fan von. Da trinke ich tatsächlich lieber Fanta, muss ich sagen. Habe ich immer lieber gemacht als Cola. Und immer haben mich Leute komisch deswegen angeguckt. Ich war auch immer der komische Typ, der irgendwie lieber Vanilleeis gegessen hat als Schokoeis. Aber ich stehe dazu, ich mag es halt einfach anders. Ah, ja gut, dann ist auch geiler. Endlich mal jemand, der weiß, was Sache ist. Dann würde ich sagen, ich schicke euch mal weiter zum Wax. Der ist ja, glaube ich, eben online gegangen.
Und er spielt ja momentan seine munteren kleinen Gameboy-Spiele. Ja, guck mal hier. Dann könnt ihr euch mal wieder ein bisschen umschauen. Dann würde ich sagen, meine Damen und Herren, Menschen und Nichtmenschen, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr habt noch eine angenehme Zeit und findet Sirup, der euch schmeckt. und dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, nächste Woche am Montag wieder, wenn wir schon wieder mit Autos durch die Innenstadt fahren und uns Respekt einsammeln wollen. Ich kann es kaum erwarten, wie ihr vielleicht schon erahnen konntet. Na gut, bis dann, alles Gute. Schönes Wochenende, wir sehen uns. Und viele Grüße an Max. Ciao.